Hey Leute und willkommen zu nun schon siebten Part von Elite Smash. Ja, und heute spielen wir die gute Lucina. Ich heiße euch auf jeden Fall wieder herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich weiß, ich hatte jetzt schon fast zwei Wochen kein Video mehr hochgeladen, ne? Nur halt Highlight der Woche, weil ja, dazu muss ich natürlich nicht wirklich aufnehmen. Das ist ja auch in ein paar Minuten immer fertig geschnitten. Ich hatte jetzt so ungefähr mir eine Woche Pause mal gegönnt. Dachte ich mir so, okay, ich mache einfach mal gar kein YouTube, konzentriere mich einfach mal so auf Schule und halt sonst so. Ich hatte nicht so wirklich die, ja, eben Motivation, hier mal wirklich mich wieder hinzusetzen und eben was aufzunehmen. Und dann wollte ich eigentlich diese Woche schon direkt am Montag mit, zusammen mit Highlight der Woche quasi eben den Elite Smash Part, den ihr jetzt hier seht, hochladen. Oder besser gesagt aufnehmen und dann halt hochladen. Aber da ist mir so ein bisschen was dazwischen gekommen, und zwar ist mein Headset mal wieder kaputt gegangen. Ihr wisst es ja, ich hole mir immer das gleiche Headset für nur 30 Euro, hat dafür aber extrem gute Audioqualität, wie ich finde. Kann man ja hier auch öfter hören, ne? Außer halt diese Rauschreduzierung, die ich wegen meinem Eingang oder halt eher Audio-Input immer reinmachen muss, ist die Qualität sonst eigentlich immer ganz nice gewesen. Und ja, das ist eben kaputt gegangen. Ich habe mir sehr, sehr schnell dann aber auch wieder ein neues bestellt, einfach bei Saturn. Kam dann schon in zwei Tagen an und eben deswegen gab es dann halt da auch so ein bisschen die Verzögerung, weil eben ich dachte mir halt eigentlich so eine Woche einfach mal nichts hochladen, kann ja auch nicht schaden, ne? Ich meine, ich bin auch kein großer YouTuber, der jetzt unbedingt was hochladen muss, um davon zu leben oder so. Deswegen habe ich mir eine Pause gegönnt, aber eben war da halt ein bisschen schade, dass dann auch danach dann direkt eben das Headset kaputt gegangen ist, weil ich wollte eventuell da auch ein bisschen streamen und so, aber eben das Ganze wird jetzt dann so alles kommen. Es soll jetzt diese Woche wieder losgehen, das ist auch heute an dem Tag, wo ich es aufnehme, ist noch eine Nintendo Direct, die ich natürlich auch wieder aufnehmen werde und mein Reaction hochladen werde. Wird also ziemlich interessant, was da auch passieren wird. Eventuell sehen wir ja was zu Smash. Ich möchte jetzt aber natürlich nicht direkt irgendwie alles hier besprechen. Sowas würde ich ja dann auch in einem MK8DO-Part besprechen. Eben, wir spielen jetzt gerade Lucina und ich muss sagen, bei Lucina bin ich definitiv mit den meisten Leuten einverstanden, dass sie eben so der beste Swordy im Game ist. Aber ich persönlich habe noch so ein bisschen meine Probleme, weil jeden Charakter, den ich in Ultimate noch nicht so exzessiv gespielt habe, den spiele ich halt, wie ich ihn auch in Smash vorspielen würde. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich einfach nur so einbilde, oder ob ich halt einfach ein Noob bin, aber ich komme mit den Aerials von Lucina in diesem Game nicht so wirklich klar. Ich habe das Gefühl, das Spacing ist anders geworden. Zum Beispiel die Back Air finde ich ganz, ganz komisch. Ich treffe die fast nie, weil eben, man hat es ja auch gerade gesehen, in Smash 4 hätte es auf jeden Fall getroffen. Da haben sie irgendwie diese Ground-Hitbox weggenommen und muss das ganz speziell spacen, damit es auch connected. Weshalb es eben auch generell ein bisschen schwieriger ist, so nice Gimps, und für mich zumindest halt, nice Gimps zu bekommen, weil ich eben meine Aerials dann andauernd misse und dafür gepunished werde. Und das ist halt noch so ein bisschen kacke, weil ich eben, weil ich habe so das Gefühl, wäre das jetzt Smash 4 Lucina, dann hätte halt das und das so geklappt. Was ich gerade aber ziemlich lustig finde, ist auf jeden Fall, dass wir hier erstmal einen Young Link haben, der sogar gar nicht mal so schlecht ist. Also er könnte definitiv noch viel mehr aggressiver reingehen hier, aber ist schon mal nicht schlecht und ich tue mich gegen den gerade sogar, ja, jetzt wo ich es natürlich erwähnen möchte, passiert's gar nicht so schlecht, wollte ich eigentlich sagen, weil ich eben eigentlich Lucina jetzt auch erst seit drei Tagen so ungefähr als Puncher habe. Für eben, man weiß es mal wieder, Stream-Arenen suche ich mir in letzter Zeit einfach so ein paar Chars, die ich da quasi so mir antrainieren kann. Und eben, es ist halt aus Zufall Lucina geworden. Zum Beispiel der gute Pokémon-Trainer, den ich auch durch eine Stream-Arena angefangen habe. Der ist jetzt zu meinem Third geworden, hat sich ein bisschen was getan. Ja, ich meine noch Dark Samus und Samus als First, als Second auch noch Inkling, aber eben als Third habe ich mir jetzt den Pokémon-Trainer angeeignet. Der macht mir auch echt immer noch super, super Spaß. Und ich weiß nicht, ob es bei Lucina wirklich so werden kann, dass die irgendwie auch einen Main oder Second oder Counterpick halt generell so werden kann. Weil eben, ich habe halt so das Gefühl, dass ich mit der einfach, ja, ich müsste mit ihr richtig viel Zeit in sie investieren. Einfach um das andere Spacing zu lernen. Weil eben, ich spiele noch viel zu sehr auf Smash 4 Spacing und deswegen kann ich hier auch für die meisten Gimps gar nicht gehen, weil ich eh schon weiß, so okay, ich werde die Back ja nicht treffen, ne? Aber auf jeden Fall krass, dass ich gerade so patient spiele gegen den Young Link. Ich habe das Gefühl, dass ich mit Dark Samus hier mehr auf die Fresse bekommen würde. Einfach weil ich gegen den noch nicht so wirklich stark bin. Aber es läuft ja gerade echt nicht schlecht. Okay, da hätte ich vielleicht ein bisschen anders punishen können. Und bin ich tot oder lebe ich noch? Ich bin tot. Okay. Ja. RIP. Ich dachte mir, ich kann danach noch hochkommen, aber jetzt weiß ich das auch schon, ne? Immerhin, ich lerne ja dazu, das ist ja das Ding. Ich habe ja jetzt nicht unbedingt mega schlecht gespielt. Ich bin übrigens nicht in Elite Smash gerade, ne? Nur dass ihr Bescheid wisst. Also ich werde diese Parts zwar Elite Smash so
also beim Namen belassen, aber eben, es kann schon passieren, dass wenn ich so einen Cut da hier oft spiele und verliere, ne, dass der dann natürlich den Elite Smash Status verliert und das dann theoretisch Quickplay jetzt gerade wäre, aber ich denke mal, dass das eigentlich relativ egal ist. Es ist eh fast, ist eh beides dasselbe und ich spiele den Modus, muss ich auch zugeben, fast gar nicht mehr. Also seitdem ich Arenen für mich entdeckt habe, sei es jetzt mit Randoms oder Streamern oder halt auch einfach mit Kumpels so, ne, Friend Arenas, muss ich sagen, spiele ich Elite Smash einfach fast gar nicht mehr, weil das Ranking juckt halt nicht und man findet in Arenen erstens mehr Leute und zweitens kann man da halt auch seinen Charakter switchen, ne, das heißt, man muss halt hier jetzt, wie ich eben, nicht unbedingt Lucina dann dauernd spielen, sondern kann die dann auch während den Kämpfen switchen. Ich weiß, jetzt für die Parts möchte ich natürlich auch nur Lucina spielen, aber ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Wenn man so eine Session machen will und einfach schnell so ein paar Fights, dann ist es schon geiler eigentlich, einfach in eine Random Arena zu joinen. Das ist seltsam, dass der so komisch recovert. Und eben da zu zocken, statt halt einfach Elite Smash, weil, ja, ist einfach auch nicht gut. Vor allem, weil man auch in Elite Smash noch das Risiko eingeht, dass man eventuell eben ein anderes Ruleset so antrifft. Sie haben das zwar schon gefixt und für mich ist es so, dass ich jetzt eigentlich nicht wirklich sagen kann, dass ich hier auch anderen wieder schon andere Rulesets hatte. Aber bei anderen läuft es ganz anders. Zum Beispiel Zero und Nairo, die streamen ja auch immer mal wieder. Da habe ich auch schon so ein paar Stream-Ausschnitte gesehen, wo halt nicht ihr Ruleset dran kam, sondern irgend so ein komplettes Casual-Ruleset und das ist halt schon nicht so geil, ne? Deswegen, was macht der da, Alter? Warum spielt der jetzt so seltsam und so offensichtlich? Oder eher punishable. Offensichtlich ist es ja nicht, weil man geht jetzt nicht davon aus, dass jedes Mal mit der Api High Recover sehr, sehr seltsam, aber auf jeden Fall. Ich bräuchte aber jetzt schnell den Kill. Ah, krieg ich's noch? Ja. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der hat vielleicht auch irgendwie den Spieler geswitcht. Weil plötzlich spielt er irgendwie ganz, ganz schlecht so. Nice. Ah, verdammt, aber der Konter hat nicht getroffen, als ein Aerial war. Ja, komplett verkackt. Okay, aber ich muss gerade überlegen, wo ich jetzt gerade genau war, weil jetzt war ich ein bisschen abgelenkt, dadurch, dass er so seltsam spielt. Da schon wieder eben, er geht immer mit Api auf der Stage. Warum? Das hat er vorher nicht gemacht. Als hätten die halt wirklich so den Spieler geswitcht. Ah, nee, ich dachte, vielleicht wäre ich schnell genug. Deshalb, wie hat er einen Killthrow? Wieso pammelt er immer eigentlich bis ins Unendliche, sodass ich einfach rausmashen kann? Ist auch komisch. Naja, aber eben, merkt euch einfach mein GSP auch mit Dark Samus oder so, wenn man den hier mal sehen sollte. Ist nicht wirklich high. Ich glaube, es ist bei 3,8 Millionen. Was wahrscheinlich Durchschnitt ist oder so, denke ich mal. Weil eben, ich zock den Modus halt gar nicht mehr so. Nur noch für Aufnahmen. Was schon cool ist, weil eben, dann kann ich so ein bisschen andere Charakter noch zeigen. Und das ist halt quasi schon wie von Glory. Aber ebenso for fun. Oder wenn ich mal ohne eine Aufnahme zocke, dann sind halt Arenen immer angesagt. Aber ja, auf jeden Fall bin ich wieder back. Und ich freue mich auch wieder back zu sein. Es war jetzt nicht so, dass ich die Pause irgendwie dringend benötigt habe oder so. Aber ich habe einfach nicht so das Gefühl oder halt so die Lust auf ein neues Video gehabt, weswegen ich mir dann auch mal keinen Stress gemacht habe, von wegen, ich muss jetzt was hochladen oder so. Ich habe dann einfach mal mir gedacht, chill ich mal so ein bisschen und eben dann wird schon, wird jetzt eh keiner richtig traurig sein oder so, aber eben, ich bin zurück, 12 Clock kommt dann auch schon bald wieder, ich werde jetzt dann wieder die ganzen Boys in der Warteschlange anschreiben, dass die jetzt rankommen können, sind glaube ich noch 4 Stück und so, und dann brauche ich wieder neue, aber eben, das heißt schon mal, 4 Parts hier sind safe, dann natürlich versus TSB, ne, man kennt's. Und bald auch dann wieder TSP Highlights, dafür wird schon mächtig Kombos gesammelt und, ach schade, ich dachte, ich könnte ihn schon blocken. Ist der tot? Der Erdotsch, ja, diesmal wusste ich es ja, er ist tot. Kann ich noch in den Disrespect gehen oder so? Nee, egal, ich hau ihn nochmal gegen die Wand. Wow, okay. Habe ich die AP reversed? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich hätte gedacht, ich habe so gemacht, dass er gegen die Stage prallt. Aber gut, dann halt nicht, ne? Mein so einen Kill kann man sich auch mal gönnen. So, wie man es kennt, ist der gute Young Link nach einem Loss dann doch gelieft. Ich dachte eben, es gibt mal wieder ein schönes Best of Three, aber nein, können wir hier in Elite Smash ja komplett vergessen. Und ich spiele mir gegen den Ganondorf, einen Charakter, den ich eigentlich mit Lucina sehr schnell auseinandernehmen sollte, weil man den natürlich richtig easy gimpen kann und der auch im Lootel jetzt nicht so wirklich die Chancen hat, aber eben, ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich dauernd meine Aerials misspace, einfach wegen Smash 4, dass ich dann einen richtigen Punish reinbekomme von dem Ganon, ne? So ein schöner F-Smash wegen einer Mist Forward Air oder Mist Back Air, das kann schon mal sein. Und eben, deswegen sollte man hier jetzt nicht davon ausgehen, dass ich das easy hab. Und eben, kann auch damit rechnen, dass ich eventuell zerstört werde. Aber mal gucken, ich will jetzt nicht allzu viel hier rumlabern. Vielleicht läuft es ja auch ganz gut für mich. Aber wie gesagt, Lucina kann man sich definitiv nicht beschweren, es sei denn, man heißt eben Basti und kommt einfach auf Spacey nicht klar. Weil die hat quasi alles, was man braucht. So, sie hat einen Sword. Sie hat richtig gute Aerials. Sie hat
Ja, angenehmes Neutral ist halt ein Sordi, ne? Man kennt Spacing und sowas, muss man halt aber gut dafür beherrschen. Wow, okay, das war meine Flasche, falls ihr das gehört habt. Hat gerade einfach mal sich entschieden zu knacksen. Und dadurch, dass sie zum Beispiel jetzt auch Downtilt zum Tech Chase nutzen kann, sowas hier. Das war jetzt standardmäßig. Ich habe da jetzt nicht wirklich irgendwie auf ihn geachtet, was er macht. Ja, okay. Den zweiten Mal nach hinten gerollt, das wird er sich wahrscheinlich auch schon merken. Sollte jetzt so langsam mal genau den Kill bekommen, denn ansonsten werde ich ja auch noch schön weggeraged. Geh mal auf hoch auf die Plattform, war keine gute Entscheidung. Nice. Hab mich einfach weggesnackt. Okay. Aber jetzt vielleicht mal schnell ein bisschen Damage machen. Psyche, ja, so ein Approach, den kann man natürlich easy dodgen. Wow, okay, der Approach einfach instant. Vielleicht kann ich das auch wieder schön ausnutzen. Oh je, ich merke schon, ich muss mich echt krass konzentrieren, so, um den Hit reinzubekommen. Da war eben wieder der Airwatch. Jetzt kriege ich auch mal endlich mal Doppel Forward Air und der sollte tot sein, ne? Nein, er hat noch seinen Jump, was? Okay. Nein! Ich hätte gedacht, ich wäre schon längst offstage, hä? Ich habe sowas von Safe Roll on Stage gemacht. Ja, moin. Man hat sogar den Airkopf gehört, aber das war dann der Airwatch. Egal. Jetzt sollte er tot sein, oder? Da wird die Abi nicht mehr hinreichen. Ja, easy, okay. Let's go. Komm, den muss ich schaffen. Den muss ich schaffen. So, Up-Tilt, Up-Tilt. Der Airwatch. Nice. Ah, verdammt. Okay, ich war irgendwie innen drin. Alles klar. Der scheint seine Rolls und seine Airwatches auf jeden Fall sehr zu mögen. Das hier probiere ich immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch andere machen. Aber so Back-Air, Down-Tilt und dann die Side-B kann einfach Shield-Breaken. Habe ich schon einmal hinbekommen. Und ja, ist ganz schön eigentlich. So, weil man geht da jetzt auch nicht allzu viel Risiko ein. Uff, aber jetzt hat er... Ah ja, eben da, das Miss-Based Aerial. Oder besser gesagt, ein falscher Read einfach. Und dann bin ich halt... Kriege ich auch schon wieder so viel Damage rein und er ist einfach im Advantage gerade gewesen. Nicht gut. Wie er es auch schon wieder zurückgeholt hat, so. Ah, das war schön. Schade. Uiuiui, ich rolle und ich bin tot. Okay. Er geht einfach hin und macht Upsmash. Naja, der covert aber auch echt viel Options, muss man sagen, ne? Ich glaube, das hätte Neutral Get Up, Roll und Jump gecovert. Ich hätte halt einfach da bleiben müssen, aber ich dachte mir, der geht sowas von safe gleich irgendwas mit F-Smash an der Kante oder so. Ja, fuck. Das ist halt das, was ich meinte. Das Matchup ist definitiv gut, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass Gen da einen Vorteil hat. Aber ich kann es einfach nicht, machen. Okay. Jop. Das war es leider mal wieder. Keine Chance auf ein Best of 3 bekommen. Der Gen hat den Win genommen und sich so gedacht, jo, gegen Lucina bin ich eigentlich raus. Der Typ sagt zwar, aber kein Bock auf das Matchup. Und eben deswegen direkt gelieft. Und ich spiele gegen Mickey Link. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Name, weil, naja, ich finde es lustig. Wir haben einen so Mickey in TSB und der macht immer wieder Witze, schon seit Smash 3DS, dass Link in Smash einfach der beste Charakter im Game ist. Und dass der hier jetzt einfach Mickey Link heißt, das feiere ich gerade irgendwie ein bisschen so. Könnte auch einfach so ein Spitzname, den er sich gerade gegeben hat, also neuer Nickname, sein. Kann man hier auch machen, auf der Switch kann man sich ja einfach andauernd umbenennen, was ich ziemlich nice finde. Dass man halt nicht irgendwie sich auf irgendeinen Namen wirklich festsetzen muss. Ich habe es auch gesehen, der Shield Pressure ist nice und das habe ich diesmal greedet, hat leider nicht für den Kill gereicht, weil Ryu sehr, sehr heavy ist. Aber das sind immer die Boys, die so on stage recovern wollen. Das wollte ich eigentlich auch mit einer Fair dann direkt punishen. Aber ich verstehe es nicht. So viele recovern gerade einfach so richtig obvious on stage. Okay. Ja, ich dachte schon, wenn er sich jetzt umdreht, dann ist einfach mein Leben gefickt. Aber gut, hat er nicht getan. Und. Jo, alles klar. Guck halt in die falsche Richtung. Lucina ist schon wieder so. Ich habe mich eigentlich komplett darauf vorbereitet, was gleich passieren wird. Der Dungeon hätte wahrscheinlich auch getroffen. Das hat man wahrscheinlich, weil ich mich mit dem Spacing, wie gesagt, da bin ich ein ziemlicher Noob drin bei Lucina. Warum auch immer. Eben, das war eigentlich eine perfekte Situation für mich. Ich hab's schon wieder verkackt. Oh je, und nein, so viel jumpen sollte ich auch nicht. Der Typ bleibt eher grounded. Okay. Da dachte ich mir jetzt gerade, ich hätte eine Combo am Laufen. Aber nö, der haut einfach eine Backer raus. Krass. Egal, das gleiche einfach nochmal, nur diesmal nicht overextenden. Darauf muss ich auch noch achten, weil vor allem, wenn ich eben overextende, mit einem Charakter, bei dem ich eigentlich mit dem Spacing mir noch gar nicht so sicher bin, dann ist das natürlich nichts Gutes, weil ich dann diese Combo mache und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich eben einen Aerial misspace. Und dann werde ich dadurch
zerstört. Alter, der Typ hat immer wieder seine Legs. Er ist jetzt deswegen auch gestorben. Ja, RIP auf jeden Fall an der Stelle. Wahrscheinlich wurde dieser Edge gebufft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das extra machen wollte. Weil eben den Edge kann man so ziemlich, kann man so wie er es jetzt gerade probiert hat, eigentlich wirklich nur bei so ein paar Charakteren verwenden. Mir würde jetzt natürlich eben so Dark Samus und Samus einfallen, weil die echt richtig weit damit kommen. Ness zum Beispiel nach oben. Aber ich, bei Ryu sah es ja jetzt gerade echt aus wie erstens ein Missinput und zweitens eben sehr traurig. Weil der ja fast nirgendwo hinging. Ah ja, das hier finde ich übrigens richtig gut. Wartet. Das muss ich zumindest einmal hinkriegen. Offstage und boom. Dieser Sliding F-Tilt. Oder Pivot Cancel F-Tilt. Der ist sehr, sehr stark. Weil man eben damit natürlich noch mehr Reichweite bekommt. Und der F-Tilt trifft ja sowieso auch neuerdings so leicht Gegner in der Luft. Ich glaube aus zum Beispiel jetzt Full Hops nicht, aber Short Hops. Glaube ich, kann man damit covern. Also schon ziemlich nice eigentlich. Und eben, der ist an sich halt auch sehr stark. Deshalb kann man das ganz gut nutzen. Und da war jetzt so dieser Punkt, wo ich mir dachte so, Junge, die Forward Air, wie hat die bitte nicht getroffen? In Smash 4 hätte diese Forward Air sowas von getroffen und auch schon ausgereicht für den Kill. Aber gut, das war jetzt mal ganz schön mit, von mir gemacht. Wie gesagt, der Ryu war zwar sehr offensichtlich, aber trotzdem, man sieht immerhin, dass ich nicht komplett zacke mit dem Charakter. Und es geht so langsam auch wieder Richtung Elite Smash, Alter. Da bin ich natürlich froh. Wow. So wie es aussieht, möchte echt keiner hier im Best of Free spielen, oder? Schon irgendwie sad, ey. Und jetzt habe ich sogar noch einen Oni mal als Gegner, oh je. Einer, der ja in Smash 4 schon extrem schlimm war, weil das Matchup für mich mit Samus einfach unmöglich war, wenn der Oni mal gut war. Weil man eben zum Beispiel die Pikmins immer mit seinem Charge-Beam zerstört hat, wenn die an einem dran geklebt sind. Das heißt, der Oni mal konnte eigentlich Pikmin spammen und man selbst konnte eben nicht wirklich Projektile nutzen. Und generell war Oni mal halt auch sehr klein, aber wow. Alter, und ich schaff's auch noch zurück. Sehr schön, das war jetzt zum Beispiel mal ganz gut von mir gezeigt, dass Lucina eben wirklich sehr, sehr deep auch gehen kann. Und daher ja eben Offstage und Edgeguarding und so ist sehr, sehr stark vorhanden ist, sag ich mal. Ist Lucina halt eben auf jeden Fall gebufft so. Und ja, würde ich das Spacing nicht so komplett verkacken. Das war jetzt zum Beispiel gerade sehr, sehr gut. Dann eben würde ich hier auch schon, hätte ich hier auch schon öfter solche nice Kills bekommen. Wie der vorhin. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde Lucina einfach noch ein bisschen länger dann so als erstmal als festen Funcher behalten, weil ich meine, Funcher ist ja eigentlich egal, ob man mit denen gut ist oder nicht. Und eben, sie ist ja generell ein sehr, sehr guter Charakter. Also ich denke schon mal, dass sie Top-Tier ist. Das Ding ist halt hier so, bei Marv geht es noch extremer um Spacing und um den Tipper. Während du hier mit Lucina halt dich gar nicht so ums... Also man muss natürlich schon immer spacen mit dem Swordy, ne? Aber man muss jetzt nicht gucken, dass man immer einen Tipper trifft, dass man immer so steht, dass der Tipper trifft, sondern man kann einfach reinspringen und eben sein Schwert nutzen, weil es halt überall gleich stark trifft. Und dadurch kann man sich dann natürlich eben auch mehr auf Edgeguarding und so. Und generell halt... Ja, man kann halt sich mehr erlauben, so. Sag ich nur mal so. Was ich aber übrigens auch unbedingt mal hinbekommen möchte, ist Down Air to F-Smash. Das habe ich bei Zui schon... bei Zero schon so oft gesehen. Durch den habe ich auch Lucina angefangen, ne? Man kennt's. Ich guck... Ja, okay, ich bin gut. Ich guck immer so ein paar Videos und eben in dem sein Highlight-Video, da hat er einfach Lucina die ganze Zeit gespielt und halt gesagt, wie nice er sich findet und so, hat auch ein paar nice Sachen gemacht und dachte mir so, könnte man schon mal so als Funcher anfangen und ja, wie man sieht, bockt auf jeden Fall schon sehr. Er ist geerutscht und schafft's nicht mehr hoch. Wow, ich hätte gedacht, wenn er jetzt Upi mashen würde, dann würde das eventuell noch hoch schaffen, aber nee, leider nicht. Ich gönne ihm trotzdem nochmal ein Match und dann beenden wir den Part. Ich möchte es jetzt so machen, dass die Parts so ungefähr bei, ja, 20, 22 Minuten enden. Ich meine, eben, stell euch vor, ich spiele jetzt Sheik, einer meiner schlechtesten Karten in Ultimate. Verkacke einfach den kompletten Part nur und so. Zack auch richtig rein und meine eben so, yo, ich spiele es Sheik nur, damit ich sie hier im Part habe. Und das Ganze 30 Minuten lang oder so. Das gönnt sich wahrscheinlich niemand. Da würden auf jeden Fall Leute abschalten. Und deshalb eben halte ich es jetzt hier so, ja, relativ kurz. Also ich möchte natürlich trotzdem noch so ein bisschen was zum Char erzählen können und nicht nur irgendwie 15 Minuten zocken, aber so 25 nicht ganz, aber halt so, ja, 22, 20 Minuten, denke ich, sollten auf jeden Fall dann schon passen. Und wow, das war schön, aus der Down Air gekombot und der hat keine Pigments mehr. Das heißt eben, mit der Api kann er zwar schneller hoch, aber er kann nicht mehr wirklich was machen. So, jetzt einfach drauf achten, wo er landet und boom, weg mit dir. Ja, schön. Er hat auf jeden Fall probiert, für eine High Recovery zu gehen, was natürlich definitiv keine dumme Idee war. Aber eben, ich habe ein Schwert, ich muss einfach nur gucken, wo er landet und dann kann ich das eigentlich schon punishen, wenn ich nicht zu dumm dafür bin. Und wow, da hab ich auch den Double Jump greedet, aber eben, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein bisschen overspaced war sozusagen. Aber ich dachte mir eigentlich, dass die fair treffen sollte so. Ja, wie gesagt, ist halt definitiv genervt worden, was die Hitboxen angeht. Also,
Ich weiß nicht, ich kann mir echt da nicht vorstellen, dass ich da Bullshit laber. Dass die eben von der Reichweite her genervt worden ist, weil ich misspace so viel. Einfach weil ich denke, es sollte hinten. Das kann ja nur an jemandem Smash vorliegen. Das heißt, da wurde auf jeden Fall was dran geändert. Okay. Da war ich jetzt nicht schnell genug. In welche Richtung guckst du denn, mein Lieber? Da geht's aber nicht hin. Ah, schade. Ich dachte, wenn ich es nach unten engel, kann ich es eventuell connecten und mal ein bisschen was anderes machen. Außer nur die ganze Zeit Forward Air und Back Air so. Aber das sind halt so die Main Tools. Weil Back Air ist halt extrem stark. Forward Air ist natürlich auch mega gut. Wie gesagt, Back Air missbase ich definitiv noch so. Ist der Move, den ich am meisten missbase. Aber eben, wenn man ihn trifft, dann rentiert es sich trotzdem. Einfach weil er so stark ist. Der würde jetzt schon killen. Nur kriege ich es halt nicht hin so. Aber macht ja nichts. Ich meine, wenn ich dafür nicht gepunished werde, dann ist er ganz schön so. Ja. Nach oben trifft er halt wiederum, ne? So in die Höhe trifft er aber unten nicht wirklich. Deshalb muss man die beim Landing ganz speziell spacen, damit das auch überhaupt treffen kann. Und darauf komme ich noch nicht so klar. Weil eben, ich habe einfach noch so diesen... Wow, ich habe gekillt, okay? Ich habe noch diesen Smash 4 Move in Erinnerung. Oh nein. Nein, nein, nein. Kein Comeback hier. Nur weil ich einen dummen Fehler gemacht habe, dies nicht. Yo, okay. Okay, Olimar, okay. Chill mal ein bisschen, bitte. Alter. Okay, der ist jetzt gerade... Ja, das war jetzt gerade sehr schön. Hat sogar noch eben probiert, für eine zweite Fair zu gehen. Um mich dann endgültig zu killen. Weil ich auch ja keinen Jump mehr hatte. Also krass auf jeden Fall, was jetzt gerade abgeht. Hat sich definitiv schon mal einiges verbessert. Vielleicht kommt doch einfach nicht drauf klar gegen Sonys. Man kann man auch verstehen so. Und ihm hat ja auch echt wenig Range. Nice, er hat auch keinen Jump mehr. Aber er hat jetzt endlich mal richtig schön den Air-Dodge genutzt. Und wow, ich bin tot. Ich habe nur noch Abi. Da folgen wir einfach auch mal ganz schnell, damit ich es nämlich schnell beenden kann. Mit einem einfachen Roll F-Smash Beat. Schade, egal. Boom, gekontert. Und er wird wieder Air-Dodgen, ne? Ne, wird er nicht. Okay, nice. Jetzt mix-up der auch ein bisschen seine Recovery. Finde ich schön. Wie gesagt, ich weiß nicht, was jetzt gerade abgeht, aber der spielt gerade jetzt echt nicht schlecht. Wollte da sogar für eine Downer gehen. Wenn die getroffen hätte, eben wäre ich aber tot gewesen, weil ich auch keinen Jump mehr hatte. Das heißt, definitiv ein Versuch wert für ihn. Auch schön offstage gefroht, statt irgendeinen Combo-Throw oder so zu nutzen. Bringt da jetzt einfach eigentlich mehr. Also er hat es halt dann im Endeffekt Edge-Guarding verkackt, aber definitiv auch wieder schlau entscheiden, das so zu machen. Und da hätte ich auch anders punchen können, Mann. Warum habe ich mich dafür einen fucking Downhill entschieden? Ich wollte für was Safes gehen, aber ich hätte auch Down-Smash machen können, dann wäre er schon tot gewesen. Aber gut, da habe ich jetzt seinen Jump gecatcht und eine Abwehr rausbekommen. Ja, gegen Ende, muss ich sagen, kam ich auf jeden Fall schon mal besser mit Lucina klar. Und eben, die wird jetzt wahrscheinlich dann so, wenn ich mal wieder eben anfange zu streamen, öfter da zu sehen sein. Wenn ich gegen zum Beispiel jemand Schlechteres oder so spiele, kann ich halt die ein bisschen trainieren, auch einfach, weil die ziemlich bockt. Und ja, das wäre es dann wie immer gewesen. Ich möchte noch ganz kurz nachgucken, ob ich es jetzt auch gerade mit dem Part geschafft habe, wieder in Elite Smash zu kommen. Aber ich bedanke mich hier schon mal fürs Zuschauen und eben, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall wieder zurück, zurückkloppt. Kommt dann hoffentlich bald wieder, wenn sich auch die Gegner eben, also ich werde mich bei denen melden und wenn die dann halt auch diese Woche noch können, das wäre natürlich ganz schön, dann versus DSB wieder und ja, den ganzen anderen Kram. Wie gesagt, Nintendo Direct heute Abend, für euch wird es dann schon gewesen sein, wenn ihr den Part hier gesehen habt. Eventuell habe ich dann auch schon meine Reaction hochgeladen und ja, ich bin einfach mal gespannt, was da jetzt so auf uns zukommt und freue mich wieder hier für euch Videos zu machen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein Leute, ciao.